Ja, von dem Umbau vom Koi-Keller hätte ich euch gerne noch ein paar weitere schöne Videos gezeigt, aber leider an dem Tag, als ich die Fische umgesetzt habe, ja, hatte ich ein kleines Problem mit der Kamera, wie so oft. Und da haben verschiedene Sachen nicht so ganz funktioniert. Ich hätte euch gerne mal die Becken gezeigt mit nur halbem Wasserstand, wie da die Fische auch schön im Kreis drin rumgeschwommen sind und sich an der Scheibe präsentiert haben und wirklich sehr zutraulich waren. Waren ein paar tolle Bilder dabei, aber ja, dummerweise hat die Technik nicht ganz mitgespielt. So, das war jetzt, die Aufnahmen vom Keller. Ich bin dann auch nicht so, dass ich jetzt unbedingt das Ganze nachbauen muss oder nachstellen muss oder sowas, sondern ich habe dann auch darauf verzichtet, die Tiere noch weiter zu stressen. Hier im Treppenhaus ist vielleicht noch das große Koi-Gemälde von Zheng Xiong Su, dem taiwanesischen Künstler, interessant. Das ist der Mann, der auch bei den japanischen Koi-Show-Wettbewerben die Porzellan-Koi mit der Zeichnung, Musterung des Grand Champion bemalt. Dieses Bild ist in Auftrag gegeben worden von Futoshi Mano, dem Inhaber der Danichi Koi Farm. Und das zeigt uns hier zur linken Sakura. Das hier oben ist Sayuri. Und der Fisch hier rechts ist Akabuto. Er wollte eigentlich das Gemälde bei sich im Haus aufhängen, aber er hat dadurch, dass die japanischen Wände zum Teil holzvertafelt sind, so bis auf halbe Höhe, hatte er keinen Platz gehabt, wo dieses Gemälde auch nur annähernd hingepasst hätte. Und als ich hier mein Elternhaus renoviert habe und hatte dann irgendwann die Garderobe hier rausgeworfen und Platz, große weiße Wand wurde frei, da ging mir gleich durch den Kopf, Mensch, das Gemälde steht bei uns im Mainhouse, ist mit Folie verpackt und hat mir schon immer wahnsinnig gut gefallen. Und ja, ich habe Futoshi gefragt, ob ich dieses Gemälde erwerben könnte. Und er kam mir da auch gleich entgegen und sagt, Mensch, wär toll, wenn das Gemälde endlich mal einen schönen Platz bekommt. Und du hast so viel bei uns gearbeitet und hast so viel Aufmerksamkeit in die Farm gesteckt und in die Videos. Und wir sind dir da auch echt dankbar. Und du hast deine Chikoi-Farm in Europa mehr und mehr publik gemacht und wir haben immer mehr Kunden, die auch bei den Versteigerungen gegeneinander antreten und die Preise hochtreiben. Und ja, so habe ich dieses Bild von Futoshi erhalten. Und jetzt gehen wir mal weiter zur absoluten Katastrophe. Ich habe nämlich auch angefangen, draußen die Anlage auseinanderzureißen und bin dabei, diesen Standard, so ein bisschen den Kellerstandard auch ein bisschen umzulegen auf die Anlage, die ihr von mir kennt. Hier war ja alles früher in Holz gehalten und hatte immer so eine japanische Wirkung mit kleinen Dächern, mit Douglasienholzschindeln und sowas. Und ja, wir haben angefangen, hier alles rauszureißen. Wir werden neue Becken mauern. Wir werden das Ganze auch mit Glasscheiben versehen, ähnlich wie unten im Keller. Wir werden die Terrasse mit entsprechenden Fliesen auskleiden und den Weg in die Garage ebnen, sodass das Ganze so ein bisschen einen Look bekommt und auch wieder mit großen Nassfiltern, mit Japanmatten, mit Trommelfilter als Vorfilterung, so wie es jetzt im Augenblick auch ist. Aber das Ganze halt ein bisschen auf neu bringen und dann im nächsten Herbst wieder anfangen, Koi zu importieren und hier drin die Quarantäne vorzubereiten. Und ja, dann habe ich vielleicht die nächsten paar Wochen, Tage noch ein paar weitere Neuigkeiten für euch, wo mich mein Weg noch so hinführt, und das erzähle ich euch, wenn es soweit ist.